Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Rico Italia und in diesem Video sind wir die größten Geheimnisse in GTA 5. Falls wir heute die 5000 Likes schaffen sollten, wäre das wirklich richtig heftig und ich würde sagen, beginnen wir sofort mit diesem Video. Ihr kennt bestimmt alle die ganzen Geheimnisse und versteckten Easter Eggs oder auch Mythosse in GTA, wie zum Beispiel in GTA 4 Redman oder auch in GTA 5 ein geheimes verstecktes Monster. Um dieses geheime versteckte Monster soll es heute mal primär gehen, des Weiteren werde ich euch noch einen weiteren Mythos in GTA 5 zeigen. Doch fokussieren wir uns erstmal auf das geheime versteckte Monster, besser bekannt als Sewer Monster oder auch Redman. In GTA 4 gab es den Mythos Redman und in GTA 5 gibt es den Mythos, dass es in der Kanalisation ein geheimes verstecktes Monster gibt. Dieses geheime versteckte Monster hat auch Sounddateien und es gibt auch einige Herzschläge, die eigentlich dafür sprechen, dass so ein Monster wirklich in der Kanalisation von GTA 5 existiert. Doch zuallererst möchte ich sicherstellen, dass ihr den Unterschied zwischen einer U-Bahn und den Herzschlägen in GTA 5 versteht. Des Weiteren wissen wir natürlich auch, dass Rockstar Games oftmals auch Herzschläge in GTA rein implementiert, wie zum Beispiel GTA 4. Aber hört genau zu, dann werdet ihr das Ganze verstehen. Hier ist deutlich zu sehen und zu hören, dass die U-Bahn in der gleichmäßigen Geschwindigkeit fährt und somit die ganzen Geräusche von der U-Bahn immer gleichmäßig kommen und immer in den Rhythmus kommen. Wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, ist das Geräusch von diesem Herzschlag komplett anders und ihr könnt es nicht vergleichen mit diesen U-Bahn-Schlägen. Denn diese U-Bahn-Schläge mit diesen ganzen Schienen, die sind eigentlich immer gleichmäßig, doch die Herzschläge in GTA 5 in der Kanalisation, die sind nicht gleichmäßig. Wenn ihr jetzt also insgesamt 15 Ratten in GTA 5 abschießt, wird ihr das sehr Interessantes passieren. Nicht nur werdet ihr Schritte hören, wenn euer Charakter sich überhaupt nicht bewegt. Und ich weiß, manchmal bewegt sich der Charakter einfach und man merkt es gar nicht, doch in dem Fall habe ich wirklich mit den Objektspooner geschaut, dass ich nicht irgendwie mich bewege. Und ich habe mich nicht bewegt und auf einmal kamen Schritte. Schritte, die man eigentlich sonst nur im Wasser hört. Doch das ist nicht das einzige Indiz dafür, dass es hier auf jeden Fall ziemlich creepy ist. Nein, es gibt noch mehrere Indizien, wie zum Beispiel Soundeffekte oder auch Augen. Leute, in diesem Video werde ich euch erstmals die Augen von diesem Monster zeigen, jedenfalls gehe ich stark davon aus. Ebenfalls ist zu beachten, dass es in der Kanalisation von GTA 5 auch sehr viel Chemikalien gibt und diese Chemikalien, die kann man auch dort finden. Das heißt, man findet dort sehr viel Schmutz und mit diesem Schmutz können vielleicht auch Mutationen entstehen. Diese Mutationen gibt es auch im echten Leben, nur sind sie sehr selten. Und wenn ihr vielleicht in Biologie aufgepasst habt, dann kann die Mutation durchaus durch Radioaktivität auch entstehen oder durch andere Substanzen. Und ihr könnt es ja wunderbar auch gerade im Hintergrund sehen. Es gibt auch in GTA 5 sehr viel Schmutz. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Klopfen oder auch Herzschlag. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein versteckter Herzschlag oder ein verstecktes Herz in GTA 5 gibt, das man noch nicht gefunden hat. Doch warum bin ich mir da so sicher? Schauen wir uns mal die Karte von GTA 5 an und insbesondere auch die Kanalisation, werden wir schnell feststellen, dass es eigentlich wie so Arterien sind oder auch Venen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht das Ganze hier ein Herz ist. Warum bin ich mir da so sicher? Denn wir haben ja auch in GTA 4 ein Herz in der Statue der Freiheit. Wie das Ganze sich dort dann hört, könnt ihr jetzt mal sehen. Doch nicht nur könnt ihr den Herzschlag mit GTA 5 vergleichen von GTA 4, nein, ihr könnt auch Blut vergleichen. Wie zum Beispiel Blut, das ihr unterirdisch in GTA 5, aber auch in GTA 4 finden könnt. Und ihr dürft nicht vergessen, in GTA 4 haben wir auch den Mythos von Redman, dass der eigentlich auch eine Mutation ist. Und wir haben auch einige Indizien dafür, dass in GTA 4 wirklich eine Mutation stattfindet, wie auch in GTA 5 mit Human Labs zum Beispiel. Ich habe euch ja am Anfang von diesem Video auch erklärt, dass es mehrere Faktoren von diesem geheimen Monster gibt und dass es immer verschiedene Dinge auch gibt. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, kann ich irgendwas mit den Objektspooner finden? Ob ihr es mir glaubt oder nicht, Leute, ich habe Augen gefunden. Ich habe leuchtende Augen gefunden, die ihr gerade links oben sehen könnt. Und ich habe wirklich versucht, ob man da näher rangehen kann, aber die despawnen einfach wieder. Und ich habe geschaut, ob da irgendwie ein Haus ist, ob da irgendwie Lichter von Autos sind. Aber es waren einfach keine Autos, es war auch kein Haus. Es waren einfach Augen. Und da bin ich mir zu 1000% sicher.
Doch zu diesen Augen kommen wir nochmal später zurück, denn es wird nochmal ziemlich interessant. Schauen wir uns mal nochmal das Ganze genau an. Ihr seht, es ist dort kein einziges Haus zu sehen. Die Autos kann man gar nicht sehen und die Autolichter schon gar nicht. Also eigentlich kann es nur eine Option geben, dass es halt Augen sind. Aber wie gesagt, dazu kommen wir nochmal gleich zurück. Erstmal möchte ich euch nämlich folgende Location zeigen, die wirklich creepy ist. Die ist wirklich sowas von creepy. Und als ich zum ersten Mal das entdeckt habe, mir ist wirklich der Schweiß runtergelaufen. Es war lange ein großes Rätsel in der GTA-Community, wo eigentlich dieses Schnaufen herkommt. Denn wir wissen, dass es in der GTA-Datei, dass es dort eine Sounddatei gibt, die sich Sur nennt. Und Sur, naja, wenn man das Ganze anhört, dann müsst ihr eigentlich wissen, dass es eigentlich wirklich ein Monster in dieser Kanalisation gibt. Aber hört nochmal genau hin. Ist es nicht merkwürdig, dass wenn ich Maike dazugeholt habe, dass der Sound noch intensiver wird und noch stärker? Ihr habt ja richtig das Schnaufen gehört von diesem Monster. Die einzige Frage, die man sich jetzt noch stellen muss, wie sieht das Monster aus und wo kann man das Ganze finden? Denn eine Sache haben wir auf jeden Fall gefunden. Wir haben die Augen von diesem Monster gefunden, des Weiteren wissen wir auch, wie sich das Monster anhört. Als ich dann alle drei Charaktere zu diesem Ort geschickt habe und sie auch eingesperrt habe, ist leider nichts mehr passiert. Dieser Soundeffekt ist so immer noch da gewesen, aber er hat sich nicht mehr verstärkt oder sonstiges. Man kann jetzt davon ausgehen, dass ich einfach den richtigen Treffer gefunden habe und vielleicht den Auslöser gefunden habe, wo man das Ganze triggern kann. Vielleicht triggert man das Ganze erst nur dann, wenn man in die Kanalisation reingeht oder wenn man irgendwie diese Leiter auch benutzt. Aber leider funktioniert ja diese Leiter nicht mehr. In GTA 4 gibt es jedoch ein gutes Easter Egg zu den ganzen Chemikalien und zu den ganzen Mutationen. Denn wenn ihr jetzt mal zu einer besonderen Location hingeht, werdet ihr merken, dass dort Schilder sind von Schutzbrillen. Und diese Schutzbrillen, manche haben drei Gläser. Das heißt wiederum, dass in GTA 4 wirklich eine Mutation stattgefunden hat. Und auch von den Blutspritzern her. Einige Spieler gehen davon aus, dass die Blutspritzer ein Redman oder eine Ratte auch wieder darstellen sollen. Jedoch müsst ihr bedenken, dass wir in GTA 4 keine Sounddateien von irgendwelchen Redmen hatten und wir hatten eigentlich auch keine Texturen von diesen Redmen. Jedoch haben einige Spieler behauptet, dass sie auch diesen Redman gefunden haben und dass es auch das Bild von Redman sei. Denn ein Spieler hat wirklich ein Foto davon gemacht, wie er anscheinend Redman in der Kanalisation bzw. in der U-Bahn-Schacht von GTA 4 gefunden hat. Redman soll anscheinend sehr komisch aussehen, soll ein sehr spitzes Gesicht haben und sehr komische Ohren. Aber auch in GTA 5 wurde anscheinend dieses Sur-Monster gesichtet. Es war anscheinend nicht Redman, aber es war auf jeden Fall ein Monster, das dort in der Kanalisation lebt. Aber schaut einfach selbst. Als ich das Video zum ersten Mal gesichtet habe, war mir eigentlich sofort klar, das ist Fake, das ist ein Mod, das gibt's eigentlich nicht in GTA 5. Doch als ich zum ersten Mal die Augen mit den Object Spooner gesehen habe, was ich euch am Anfang von diesem Video gezeigt habe, ist mir was ziemlich Interessantes aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt spinne oder nicht, aber schaut euch mal die Augen an von diesem Monster. Die sind genau gleich wie in diesem Object Spooner Modus, was ich dort gefunden habe. Jedoch haben wir nun den endgültigen Beweis, dass wir wirklich ein Monster in der Kanalisation von GTA 5 haben. Kommen wir nun zum nächsten als auch zum letzten Mythos von diesem Video. Denn mein Kollege Eidizok hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass es geheime Schreie und geheime Geisterschreie in GTA 5 unterhalb von dem Mount Goro gibt. Diese könnt ihr nämlich um eine bestimmte Uhrzeit bei einer bestimmten Location feststellen, nämlich dort ist die Location, wo drei verlassene Zelte sind und das Ganze ist unterhalb von dem Mount Goro. Und wir alle wissen ja, dass Jock Renly auf dem Mount Goro etwas sehr Schlimmes getan hat.
Bis heute wissen GTA-Spieler nicht, was eigentlich diese Schreie bedeuten und was eigentlich dahinter steckt. Steckt zum Beispiel Jock Cranley dahinter, der gerade seine eigene Frau umbringt, oder doch etwas anderes? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Falls ihr das genau hören wollt, kein Problem. Es ist jedoch ziemlich interessant, dass die Schreie erst um 23 Uhr anfangen und circa um 0 Uhr aufhören. Denn etwas anderes fängt um 23 Uhr an und hört ebenfalls um 0 Uhr auf. Und was ist das? Nämlich der Geist von Mount Gordo, den ihr auch alle sicherlich kennt. Diesen Geist kann man nämlich auch erst um 23 Uhr sehen und er verschwindet wieder um 0 Uhr nachts. So auch wie diese Geisterschreie. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass das Ganze mit einer Verbindung von dem Mount Gordo Geist steht und dass es vielleicht Jock Cranley ist, wie er gerade früher seine Frau umgebracht hat. Aber hier das Ganze nochmal in einer sehr guten Lautstärke. Falls ihr das Ganze entschlüsseln könnt, was der Geist von diesem Mount Gordo sagt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr gerne in die Videoschauen beischauen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch wirklich unterhalten oder auch gefallen. Falls ihr was Neues dazugelernt habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video, am besten morgen. Haut rein, viel Spaß noch bei der lieben Endcard. Ciao, ciao. Yo, das war's mit dem Video. Haut rein, macht's gut. Andere Videos könnt ihr gerne jetzt anschauen oder auch kostenlos abonnieren, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Haut rein, macht's gut. Wunderschöne Woche noch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. Haut rein, ciao.